Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Wir sind gerade hier auf Yavin 4. Ich bin auf der Suche nach einigen Porks und da oben habe ich schon einen gefunden. Guck mal da. Irgendwie geben die gar keine. Jetzt geben die Geräusche von sich. Da kann ich mich eigentlich nur als einziges orientieren, ne? Okay. So, ich muss die jetzt hier alle hier suchen, ne? Die ersten paar Minuten werde ich jetzt hier erstmal die ganzen Porks versuchen zu finden, ne? Und ja, ich schalte euch dann jedes Mal rein, wenn ich einen gefunden habe. Also ja. Da wird ja relativ kurz jetzt, ne? Und weiß nicht, außer jetzt noch irgendwie was zu erledigen. Ich glaube aber hier war nichts, ne? Ich glaube, ich habe mit irgendjemandem hier geredet, der hat mir ein Gerücht für eine Quest gegeben, ne? Das ist auch noch ein Gerücht, dass man da hingehen, würde ich mal sagen, ne? Wie das hier nicht zu kurz ist hier, bevor ihr wieder direkt ein Schnitt kommt, ne? Ich habe irgendwie gerade mit jemandem gesprochen hier auf Yavin 4, die haben irgendwie gesagt, so auf Hot ist gerade irgendwie was los, ne? Da fehlt mir auch noch eine Quest. Ich glaube, da fehlt mir nur noch eine Quest auf Hoff. Da können wir ja auch machen, ne? Im Laufe des Parts. So, wo ist hier dieses Gerücht, das ich auf der Karte sehe? Ich glaube, die sollte ich mir auch alle hier einverleiben. Ne? Hm. Okay. So, hier irgendwo. Und komm ich da rein? Ich bin natürlich wieder den falschen Weg gegangen, ne? Also ja, diese blöden Vögel zu finden wird, glaube ich, nicht so einfach, ne? Ich bin jetzt extra hier hingegangen, weil ich gedacht habe, oh, jetzt viel, weil nicht jetzt viel Natur und so. Deswegen habe ich mir gedacht, so, oh, hier ist bestimmt irgendwie einer so ein Vögel von diesen Vögeln, ne? Ihr habt es gelöst. Ihr seid ein Genie. Ich schon seit Ewigkeiten gelöst, du Klon, du. Na gut, also ist hier nicht mehr viel. Warte mal, war der gar nicht, oder? Doch. Warum bist du immer noch am Leuchten, Kollege? Boah. Ich rede jetzt noch mal mit dir, und wir, das ist nix. Ich finde gut, wie er, wenn er einen Doppelsprung macht, da einfach gar keine Animation ist, ne? So. Ihr habt es gelöst? Wir müssen ja immer noch ein Ding, ey, boah. Ja, na gut. Ja, ich mache mich auf der Suche nach diesen blöden Vögel und ja, ich schalte dann ein jedes Mal, wenn ich einen gefunden habe, ne? Also bis gleich. So Leute, ich bin hier gerade auf Bespin, weil hier ein Pork ist und guck mal, was ich hier gefunden habe, ne? Erinnert euch vielleicht hier an diese Tür hier auf Bespin, ne, wo hier noch so ein Stein ist, ne, und ich habe die ganze Zeit versucht zu finden, wo diese Dinger hier sind, ne. Ja, ich habe eins von diesen Dingern kaputt gemacht und dahinter war halt so ein Ding versteckt, ne, also eins von diesen Dingern da, ne. Also ich nehme an, der nächste wird auch irgendwo da drin sein, ne. Also machen wir ihn mal kaputt, ne, und dann müsste ja irgendwo da eine Batterie drin sein, ne. Ich glaube, ich weiß, wo das letzte Ding ist. Ich muss mal einmal kurz hier hin. Set hier. Wenn ich das hier runter drücke, ja. Boah, ich bin ja schon durch die halbe Stadt rumgerannt, ne, und habe das nicht gefunden, ne. Aha. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das Ding mal runtergezogen habe, aber anscheinend habe ich das schon mal gemacht. So. Ja, wir den letzten Stein auf Bespin. Oh mein Gott. So, und dann gehen wir direkt zu den Porks, weil die habe ich auch gefunden, nämlich. So, übrigens, ich habe schon 1001 Steinchen. Den 1000. Stein habe ich offscreen geholt, als ich hier die Level hier nochmal neu gemacht habe, ne? Also hier für Episode 9, ne? Episode 8 hier diese Level, ne? Gegen Kylo gekämpft haben, ne? Und durch die Tunnel gegangen sind. Und da ist mir ist nicht aufgefallen, dass ich schon beim 1000. Stein war. Als ich den 1000. Stein bekommen habe, habe ich eine Trophäe bekommen, eine Goldtrophäe, die da hieß Feuer, wann immer sie bereit sind. Und ja, so, und hier oben sind die Porks. Die werden anscheinend irgendwie jetzt auch angezeigt, weil ich die Gerüchte freigeschaltet habe, nehme ich an. Und ich habe schon da gesehen, da ist irgendwie was zum Abschießen.
für Kopfgeldjäger. Also machen wir das mal kurz, ne? Und befreien die, ne? Ich weiß mal nicht, wer da ein Käfig hingestellt hat, aber okay. Alles klar, cool. Dann kommen wir ja auf zum nächsten. Und da ich ja jetzt weiß, wo die sind, macht es ein bisschen einfacher, ne? Crate. Ist einer auf Hoff, weil da haben wir noch eine Mission übrig. Nee, okay. Coruscant im Ostgrobezirk. Ich meine, da kann man jetzt eigentlich so suchen, ne? Okay, einen von denen habe ich gerade ganz laut gehört. Muss irgendwo hier in der Nähe sein. Hier, das Ding. Nee. Da, wo ist es? Bei mir da. Der wurde mir nicht angezeigt, alles klar. Ja, keine Ahnung, ich bin immer hier ein paar Minuten am Rumlaufen, ne? Ich bin immer so für 5 Minuten am Rumlaufen und denke mir so, oh, ich finde die schon bald, aber dann renne ich mal für 5 Minuten durch die Gegend und oh, ich kann halt markieren. Geh mal nach Dagobah. Dagobah ist nicht so groß, ne? Aber ja, dann renne ich dann hier. Oh, sag mir nicht, die werden mir jetzt hier überall direkt angezeigt, weil ich das hier markiert habe. Oh mein Gott. Das wird voll der Fall sein, ne? Das wird genauso der Fall sein, oder? Boah. Dann brauche ich die ja gar nicht mehr suchen. Dann finde ich die ja schon automatisch, ne? Wie das so abläuft. Oh mein Gott. Wir zeigen mir nur an, die sind hier auf dem Planeten. Wir zeigen mir wortwörtlich an, wo die jetzt hier sind. Wir zeigen mir wortwörtlich an, wo die sind. Ja, dann brauche ich ja nicht mehr suchen. Okay, die zeigen mir nur so eine. Okay, da ist er. Okay, die zeigen mir nur so ein allgemeines Gebiet an. Damit kann ich noch leben. Alles klar. Mein Gott, ich bin schon wegen dem Wug hier die ganze Zeit durch die Gegend gerade. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch mal diese Viecher hier so lange zu suchen. Das dauert ganz schön lange. Ich will auch mal fertig werden mit dem Spiel. Na gut, dann gehen wir mal zu jedem Ort hier, ne, und machen das hier mal. Hier sind auch noch 2 Steine, die mir fehlen. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt keine Lust, durch die ganzen Planeten noch mal rumzurennen. Schon einmal hier rumgerannt wegen dem Maus-Druiden, aber wegen dem Wookie. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich habe schon alles gesehen. Mein Gott, ich laufe jetzt nicht noch mal durch jeden einzelnen Planeten herum und suche die ganzen Dinger. Irgendwann ist noch mal gut, ne? So, hier sind noch 2 Steine. Habe ich eine Ahnung, warum, was es mit denen auf sich hat. So. Wo sei da? Ja, euch. Ja, damit kann ich noch leben. Au. Was ist da hinten alles? Also die sind hier drinne. Nee, ne. Wo sei da? Die hören sich noch so weit entfernt an. Hier drinne. Sei da. Ist ja nicht schon auf Karte angesagt, ich finde die immer noch nicht. Die
Die haben sich so weit entfernt dann. Die sind dann irgendwo da in der Ferne wahrscheinlich, ne? Wo sei da? Irgendwo da hinten. Das Ding da. Ne. Hört sich an, als wären die hier drin. Ne? Nee, höre ich die nicht. Ja, jetzt habe ich die schon hier auf der Karte und ich weiß immer noch nicht, wo die sind. Hört sich so weit entfernt an. Nicht da oben hoch. Okay, ich konnte gerade da hochklettern. Oh, lässt du mich da hoch? Die hören sich an, wenn die auf der rechten Seite irgendwo. Oh, Alter. Meine Güte. Hängen die irgendwo an der Decke oder was? Wie kann ich ihn ja immer noch nicht finden, Mann? Da. Dann komme ich da hin. Man kann sagen, du mir sogar auf der Karte, wo das ist, so, hör mal. Ja, genau, meine ich. Also ich bin die ganze Zeit hier so minutenlang rumgelaufen, habe nichts gefunden, ne? Na, da hinten sind die. Wie komme ich denn da hin? Hallo? Ich komme da nicht hin. Muss ich die von irgendwo erreichen? Ne? Nur mal hier hin. Ich glaube, ich hatte mal irgendwie auf. Boah. Sehen wir jetzt irgendwie nicht so auf konventionelle Weise aus, wie man dahin kommt. Ich bin da hoch. Na, komm hier hoch. Lass mich gefälligst da hoch, Mann. Nein, bleib da. Ich bin hoch. Boah, was ist das? Will ich auf den Arm nehmen oder was? Jetzt bin ich ja immer noch am rumrennen. Nein, waren die doch. Aber wie komme ich da hin? Blöden Mistviecher, ey. Sei da. Was? Okay, irgendwann habe ich getroffen anscheinend. Alles klar. Meine Güte. Jetzt habe ich schon herausgefunden, wo die sind, ne? Und ich bin dir mal noch. So, wo sind jetzt meine Dinger hier? Da ist einer. Aber da ist die Tür, wo ich nicht weiß, wie ich da reinkomme, ne? Ja, auch. Öffnet die Tür. Ich glaube, er ist nicht da. Bitte weitergehen. Das geht nur die erste Ordnung an. Ja, wir sind nur hier, um mit dem fehlerhaften Droidenverkäufer aus Coruscant zu sprechen. Ich meine, die Droiden sind fehlerhaft, nicht der Verkäufer. Halt den Rand. Unsere Mission geht niemandem was an. Wenn ihr also nicht zufällig das Passwort zu dem Ferienhaus dieses Schurken in Tuanul kennt, schlag ich vor, ihr verschwindet.
wir hätten die Droiden in seinem Laden bitten sollen, uns mit dieser Maschine das Passwort zu besorgen. Du hast die Weisheit heute wieder mit Löffeln gefressen. Wenn du den ganzen Weg zurück nach Coruscant willst, nur zu. Habe ich nicht schon? Ich habe bestimmt schon irgendwie ein Passwort, ne? Ferienhaus, da kommt mir bekannt vor. Dubios ist Domizil. Ferienhaus. Schrank. Muss essbar. Haus vor der Tür. Ja, aber ist doch. Schauen wir uns mal um. Gib mir meinen Stein. Meiner. Das sieht wie eine Art Ladungsverzeichnis aus, aber keiner der Orte ergibt einen Sinn. Klappe, klappe, klappe! Bürger, bitte vergesst alles, was ihr gerade gehört habt. Und habt einen schönen Tag. Okay. Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass wir hier eine wichtige Untersuchung durchführen? Moment, ihr seid doch der Zivilist, der uns vorhin bei unserem Einbruch geholfen hat, oder? Vielleicht könnt ihr uns wiederhelfen. Keinesfalls. Was soll der Commander davon halten, wenn wir weiterhin bei jedem kleinen Auftrag Hilfe brauchen? Immer noch besser, als mit leeren Händen aufzutauchen. Wir brüten seit Stunden über diesen Frachtlisten und haben nichts vorzuweisen. Na gut. Wenn ihr glaubt, dass ihr es rausfinden könnt, nur zu. Die Frachtlisten in diesem Datalog geben an, wo unser dubioser Droidenhändler seine dubiosen Droiden vertickt hat. Aber es ergibt keinen Sinn. Keiner der hier erwähnten Planeten existiert. Glaubt ihr, es ist eine Art Geheimcode? Helft uns bitte. Wir stecken wahrscheinlich nicht in der Canon von Disney Star Wars. Ihr helft uns? Puh. Ich kann mir kein weiteres Disziplinarverfahren leisten. Nicht nach dem Vorfall. Welchen? Hey, ich habe dir doch gesagt, nie wieder den Vorfall zu erwähnen. Welchen? Es gibt so viele, glaube ich. Hier ist die Frachtliste. Wenn ihr herausfindet, welche Planeten unser zwielichtiger Droidenhändler meint, müsst ihr dorthin und nach ihm suchen. Wir bleiben in Funkkontakt. Wenn ihr den Kerl aufgespürt habt, lasst es uns wissen. Wir stoßen dann zu euch. Okay. Ich bin gerade auf der Suche nach Porks, also... Da haben wir noch eine Mission hier. Hier ist die Frachtliste. Wenn ihr heraus... Wir bleiben in Funkkontakt. Okay. Was bist du denn? Diese beiden Deppen können auch kein Rätsel lösen, wenn die Antwort vor ihrer Nase steht. Aber ihr habt es durchschaut, oder? Es ist keinen Schritt zuzugeben, falls nicht. Ah, meinetwegen. Egal. Dann rückwärts geschrieben. Bin nie mal ausbossen, ich habe mir noch nicht mal... Mausbund Takodana, Mann, ich bin gut. Okay, ich habe mir die Dinger noch nicht angeschaut, habe direkt gesagt, ja, okay. Meine Güte. Haben wir doch keine Zeit für mehr. Wollt ihr irgendwo anders hin? Wir besorgen euch sofort eine Transportmöglichkeit. So, ich muss sowieso zum Nima Außenposten, ne? Also. Gute Reise. Lass mal gut. Unterwegs nicht überfallen. Von wem? Nima Außenposten und ich habe mir noch nicht mal die Tipps angeschaut, aber was soll's, ne? Nubien-Yacht. Noob-Nacht. Willkommen. Noob. Dieser Schrotthalter ist der Nima Außenposten. Schön. Die Stimme und dann diese Soundeffekte passen irgendwie zueinander. Das ist... Willkommen, das ist der Nima Außenposten. Oh mein Gott. Wie groß ist das Gebiet, bitte schön. Ja, ich soll mich umhören, alles klar. So, keine Bewegung. Ich bin kein Dummkopf. Ich kaufe meine Droiden nur bei zugelassenen Händlern. Aber eine Freundin von mir wurde kürzlich von einem unzuverlässigen Verkäufer betrogen. Sie kann mich vielleicht mehr sagen. Wo ist diese Freundin? Und wird sie auch meine Freundin sein? Lass mal schauen. Und kann sie auf sich selber aufpassen? Ey, yo, was geht? Wurde mir ein dubioser Droide verkauft? Aber sowas von. Der rüpelhafteste Protokolldroide aller Zeiten. Spricht Unmengen von Sprachen. Jede einzelne anstößiger und beleidigender als die letzte. Und diese Schlange von Verkäufer meint, die Sprachen? Dieses Jahr so viel Profit gemacht, dass ich hasse andere Kulturen und Sprachen. Wenn es so
sowas wie Gerechtigkeit gibt, dann ist er das Geld längst wieder los. Unser Druidenhändler ist also nach Cantonica abgehauen, ja? Gute Arbeit. Wir fliegen sofort dorthin und versuchen ihn zu schnappen, bevor er weiterzieht. Wir treffen uns dort. So, aber ich muss noch die Piepmatze hier finden. So, wo bist du? Da bist du. Irgendwo vielleicht da im Land da hinten. Ich werde schon. Wir müssen irgendwo in der Nähe sein. Ja, oder? Hey. Das ist leicht. Jetzt frei, flieg davon. Okay, dann gehen wir mal nach Cantonica erstmal, ne? Damit wir das hier abgeschlossen haben. Ah, da ist leider kein Pork in der Nähe. Oh Gott, ich trinke mal kurz einen Schluck, ne? Habt ihr nichts dagegen, oder? Da kann mich sowieso nicht aufhalten. Ich habe getrunken. Ich habe Flüssigkeit in meinen Körper aufgenommen, wie ein Schwamm. Hm. Okay. Wo bist denn du, Stück? Jetzt mal wieder die Quest aktivieren, ne? Warum ist ja eigentlich hier so eine Liste, ne? Als könnte man hier so irgendwie heraussuchen, ne? Welche man... Ach man, jetzt muss ich wieder eher gucken. Jaku, ne? Jaku. Hm. Ah, wer so ihre letzte Mission? Sidon Ifona. Wie ist denn das? Hm. Oh. Ja gut. Dann komm mal her. Ich muss jemand anderen steuern. Mein Tuskenräuber. Mein Tuskenräuber. Glaubt ihr, die weibliche Version von Tuskenräuber heißt ein Tuskenräuber? Bestimmt der Erste, der diesen Witz macht, ne? Okay. Wahrscheinlich im Casino. Der komische ist, jedes Mal, wenn ich ins Casino reingehe hier. Jedes Mal, wenn ich da rauskomme, dann ist mein Controller immer irgendwie im Sekundenschnitt irgendwie am Vibrieren. Also das scheint irgendwie daran zu liegen. Also jetzt ist nichts, ne? Jetzt ist mein Controller ganz normal. Jetzt ist mein Controller voll gechillt, ne? Aber sobald ich da reingehe, ne? Und wieder rauskomme, ist mein Controller immer so... So, hey, was ist hier los? Ihr habt es geschafft. Wir wollten gerade mit der Suche nach unserem dubiosen Droidenhändler beginnen, aber dann wurde irgendjemand durch die Spieler abgelenkt. Nur noch 5 Minuten. Wenn du es so eilig hast, warum suchst du dann nicht nach ihm? Dubioser Droidenhändler. Vielleicht finde ich ihn ja sofort. Hm. Ein Droidenvertreter? Ich glaube, der Herr am Tisch da drüben hat behauptet, er sei eine Art Unternehmer. Vielleicht ist das derjenige, von dem ihr sprecht. Also, stoppen wir ihn uns. Kann ich kurz mit ihnen reden? Habt einen guten Grund, den besten Druidenhändler der Galaxis während eines Spiels zu stören. Umtausch ausgeschlossen. Ja, wir müssen nicht verhaften. Wenn ein Druide, den ich euch verkauft habe, kaputt ist, habt ihr Pech gehabt. Da seid ihr ja. Wir haben ein paar Fragen zu den fehlerhaften Droiden, die ihr der ersten Ordnung verkauft habt. Selbstverständlich, Stopp. Meine Herren. Sobald ich... Tschüss! Ihm nach! Schnapp dir diesen Droiden hinterher! Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir, wie heißt du? R4. R4, schnapp ihn dir! Ja, ich dachte, jetzt kommt eine Verfolgungsjagd. Nicht mehr so jung wie früher, aber noch habt ihr mich nicht. Ifano, kümmere dich um sie. Jetzt habt ihr euch. Was? Ein
Kopfgeldjäger? Ganz recht. Und nicht irgendein Kopfgeldjäger, sondern der Karmesinrote Korsar. Das ist doch Irrsinn. Steht nicht einfach so da. Schnapp ihn. Was? Quatsch, Captain Phasma. Alter. So, ich habe da meine Sachen gerade hochgeballert. Ist das ein Koch? Wie aus, hätte so eine Kochmütze. Okay, ich wollte ja eigentlich so einen Schmetterblaster. So ist halt. Da. Ich euch überhaupt Schaden? Ja, ne? Au. Da passt du mal auf mit dem Ding. Wer ist denn der Nahkampf? Da ist eine Granate! In Deckung! Also, alles okay. So, der lebt noch. Jetzt nicht. Jetzt aufs Maul, jetzt aufs Maul, jetzt aufs Maul, jetzt aufs Maul. Ja, yay, nimm das. So. Ja, mein Controller ist wieder am Baby, also. Bum, bum, bum. Hör auf, da gebt ihr auch schon. Ja. Ihr habt mich, weiß mal, ob ich das gelesen habe. Wie habt ihr mich überhaupt gefunden? Haben mich diese Javas verraten? Sie wollten doch die Reparaturen an den Droiden übereilt ausführen, nicht ich. Ich bin nur ein. Ich habe noch kein Java, merke ich gerade. Hör schon auf zu jammern. Ja, auf Tatooine gibt es ja diese Gitter mit diesen Javan dahinter. Das eine für alle sein, die fehlerhafte Droiden an die erste Ordnung verkaufen wollen. Auch noch gucken, wie ich dahin komme. Ich frage mich, was seine Verbindung mit den Javas war. Ah, da kommen wir bestimmt dann dahin, ne? In diesem Fall dran sein. Egal, für unabhängige Denkarbeit werde ich schließlich nicht bezahlt. Danke für eure Hilfe. Ja, kein Ding. Ah, jetzt kriegen wir da eine Mission, ne? Ah, wie praktisch, dass ich gerade ein Dings spiele, ne? Sidon Itano. Das ist der Kamisinote Korsar. Ich wünschte irgendwie, da würde irgendwie so was wie ein Kingdom Hearts sein, ne? Wo du ganz unten irgendwie so eine kleine Notiz hast, von wo die Charaktere kommen, ne? Oder was für eine Serie oder Film oder so die kommen, ne? Oder wo die irgendwie debütiert sind, ne? Also zum ersten Mal aufgetaucht sind. So, muss ich nach Tatooine, zur Yunlan-Wüste, muss ich sogar. Dann gehen wir mal dahin, ne? Wo ich ehrlich gesagt lieber erstmal die ganzen Vögel ja suchen will vorher. Weil wir schon mal dahin müssen für was Bestimmtes, ne? So, auch die beiden Städte muss ich auch noch abklappern. Ne? Da fehlen mir noch 8 Charaktere. Ja, schon da hier sind. Wenn wir schon mal dahin müssen, ne? Ja, können wir auch direkt hier ein paar Missionen machen, ne? Was will ich mal in Java haben? Ich dachte eigentlich, wir kriegen die voll schnell irgendwie so. Weil Luke ist irgendwie, weil ich nach weiß, was bei mir gerade nur eingefallen ist. Ich habe ja noch kurz vor der Aufnahme habe ich diese Level gemacht, die letzte Level von Episode 7, Episode 8. Das ist mir aufgefallen. Ich habe noch gar nicht Leia gekauft. Hier General Leia, da wird mir nicht angezeigt. Ne? Da, General Leia, ich nehme mal einen Held. Ne? Ja, weil die halt hier so angezeigt ist, ne? Ja, den Verband habe ich auch noch nicht. Okay. Ich nämlich gemerkt, war noch nicht am Aufblinken hier, als ich hier die Level gemacht hatte. So, das auch noch, ne? Ach, das sind wahrscheinlich die Javas, ne? Mit hinter den Gittern, die ich vorhin angesprochen habe. Da habe ich mich auch schon eine lange Zeit gewundert, wie ich da hinkomme. Ich gehe gerade falsch. Also ja, was sind da so ein paar Gittern versteckt, die sind so am Tanzen und so. Und ich
nehme an, mit einer Quest komme ich dann irgendwie da durch, ne? Weil ich sonst keine Ahnung habe, wie ich da durchkommen soll. Und das sind die dann, ne? So, irgendwo sind hier erstmal die Porks. Ich höre sie. Hallo, meine Brüder. Wo sei da? Ich kann auch riechen. Mit Süß-Sauersoße, ne? Oh. Hey! Wir haben die gleiche Idee wie ich gehabt. Na gut, wo sind hier noch Aufträge? Sind ja ein paar Aufträge aufgetaucht. Ne, irgendwie nicht. Ich habe gedacht, wir sind doch hier. Okay, wo bin ich gerade? Bin ich auf der Karte da? Über mir. Mach ich da irgendwie hoch von hier aus? Weil ich schon mal hier bin, ne? Ja, den Weg, den habe ich ja letztens habe ich auch voll spät irgendwie entdeckt, wie man da hochkam, ne? Gut. So, irgendwo hier, ne? So, wie komme ich da hoch? Könnte mal normale Geräusche von euch geben, ihr Freaks. Komme ich da auch hoch? Da sehe ich einen Weg nach oben. Karte, da sind so Pfeile. Boah, ich höre schon wieder meine absoluten Hasstiere. So, hier ist dann, ne? Hey, yo, was geht? Ja, das Problem, wir haben ein großes Problem mit schlechten Druiden. Ein wichtiger Händler hat mir viel Geld bezahlt für unbestürzte Reparatur, aber verkaufte Druiden nicht sicher und jetzt durchgedreht. Brauche Fremdling, um mich sicheren Druiden zu finden und deaktivieren. Bevor er große Probleme macht, die helfen, ja? Verrückter, gefährlicher Druid ist imperialer Suchdruide. Wurde am Wüstenreisenden verkauft. Ist wahrscheinlich noch in Wüste und verursacht Wüstenchaos. Jagt Druiden, bezwingt Druiden und kommt dann zurück. Suche die Niete. Ja. So. Jo. Jagd folgen imperialen Suchtruinen? Sah Reisenden von einem weglaufen und schreien wie Wumperattenbaby. Sehr lustig da drüben, wenn ihr nachsehen wollt. Bei jedem Sprung. So. Da. Warum hasst mich der Druide? Ich hab ihm doch nichts. Ja, da sucht Druide. Mein Gott. Das hat viel Knarren. Tut doch jemand was gegen diese lästigen Suchtruiden. Okay. Ich weiß nicht, warum da jetzt hier. Okay, ich habe meine Fernkampfwaffen ja wieder verstärkt mit Bonussen, aber das war doch ein bisschen viel. Zu Jimmy zurückkehren, so heißt der. Hat den ja relativ zügig. Die verrückten Druiden zurückgebracht und wollen jetzt wahrscheinlich belohnt für schwierige Suche haben. Da könnt ihr lange suchen. Macht doch Spaß, hier nehmen. Und das gibt's noch viel mehr. Viel schlampige reparierte Druiden da draußen. Wir können jeden Moment durchdrehen. Also kommt wieder mal vorbei. So, noch eine Mission. Ja, guck mal hier. Whoops, da bin ich abgerutscht. Okay. Cool. Ja, wenn wir schon bei ihr sind, ne?
Ich kenne euch. Ihr helfen durchgeräten Druiden zu fangen, ja? Ich habe auch Druiden verkauft, der lange noch nicht sicher war. Bin tief beschämt, aber Verlocken des Gelds war zu stark. Ja, passiert ist passiert. Habe Mausdruiden mit Fehlfunktionen am Bergarbeiter auf Mustafa verkauft. Wofür ihr will, wer weiß. Aber wenn ihr durchdreht, so sogar kleine Maus, sehr gefährlich. Also geht. Wahrscheinlich Mustafa ist auch so ein Pork. Mustafa ist heißer Planet im westlichen Gebiet. Wir folgen Mausdruiden und schicken ihn zur vollständigen Apertur hierher zurück. Die Naga-Frage. Okay, cool. Ted, Mustafa hat jetzt nicht zufällig auch ein Pork irgendwo, aber ich muss ja sowieso hier erstmal. Ich muss jetzt mal nach nach Tatooine, ja, dann beiden Gebiete abscannen, ne? Mein Gott, Soundkulisse hier. Ja, Mustafa ist sogar einer, cool. Dann gehen wir erstmal zu den anderen Tatooine-Gebieten, ne? Ja, geht einfach schnell hier, ne? So ladebalkenmäßig und so, ne? Oder auch nicht? Ich dachte, er wäre schon direkt hier. Okay. Na, wenn wir schon mal hier sind. Ich kann da drehen. Willkommen. Das ist Mos Espa, Heimat des beliebtesten, todesmutigsten Sports der Galaxis. Pottrennen. Pottrennen. Aber los. So, wo seid ihr? Zukünftigen 20er Pack Chicken Nuggets. Din, din, din. Wo sei da? Hier schau ich mir. Ich krieg dich. Wo bist du? Wo bist du? Gib einen Ton von dir. Ich hab dich gehört. Wo bist du? Wir sagen, du bist nicht wieder irgendwo in der Ferne. Da. Was machst denn du blödes Teil? Okay. Dann nach Mos Espa. Ne, wir sind in Mos Espa, ne? Ne, wir sind da. Mos Espa oder Mos Espa? Mos Espa. Dann gehen wir nach Mos Espa direkt. Alles bereit. Gute Fahrt. Die Gesichter von den Tuskenräuber. Okay, dann machen wir irgendwie so ein Misch heute, ne? Heute ein bisschen Porkjagd und Druiden. Die Reise war bislang problemlos. Suche, ne? Nun, ihr seid jetzt in Mos Eisley, also wird das nicht so bleiben. Da bin ich schon mal auf eins von diesen Dingern geritten. Boah, wenn ich die Dinger schon wieder höre, ne? Bin ich schon auf einen von euch geritten. Also auf jedes Viech der Galaxis reiten, einmal. Boah. Warte, ich Brücke. Okay. Aber ein kurzes Vergnügen. So. Ich hoffe, es kommen noch einige Planeten, wo ich auch noch etwas noch nicht geritten bin, ne? Weißt du das? Ja. Du blöd. Blödes Teil, du. Okay, dann können wir direkt nach Muster fahren, ne? Aber zum Glück bin ich schnell weg von hier. Jetzt ist er verwirrt. Jetzt weiß er nicht, was er machen soll, ne? Das ist nicht mein Problem. Du bist jetzt frei. Du hast dein Schicksal in deinen eigenen Händen. Ob du jetzt lebst oder stirbst, hat nichts mehr mit mir zu tun, sondern mit der Natur. Natur ist wunderschön. Okay. Mhm.
Alles klar. Dann gucken wir mal. So. Guck mal hier. So. Was ist wieder? Wo bist du? Da hinten bist du erstmal. Na komm, ich weiß, du bist hier irgendwo. Ich glaube, wir kriegen die heute noch alle, ne? Wo ich weiß nicht, wie lang die Sachen hier vor dieser Session hier waren. So, da hinten sehe ich schon. Wo ist er? Da bist du. Hab gesagt, da bist du. Da. Yay, weiter. So, jetzt muss ich ja die Mission machen. Ich glaube, er schafft man noch nicht mehr, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Das war Tatooine. Na, guck mal, wie viele Quests da noch sind. So. Weit oben? Hier? So, aber bitte nicht da oben. Ich bin da schon mal hochgegangen. Also ich muss die Quest aktivieren, ne? Hab ich doch. What? Habe ich gerade gesagt, der ist hier oben? Ach, das ist eine Quest nochmal. Ja, weiter, das ist eine Quest. Muss schon sagen, das ist, sag mir, ob ich so hier hin. Da soll eine Quest sein irgendwo. Wo? Unter mir? Nein. Das ist wie auf Geonosis, wo mir irgendwie eine Quest angezeigt wird, aber hier ist nichts mehr. Ich glaube, ich war auch fertig auf Geo, auf Mustafa. Das ist so Charaktere, die irgendwie so fliegen können, nee. Die sind mehr Trouble als sie es wert sind. Er kann sie gar nicht springen vernünftig. Meine Güte. Da bist du. Ehrlich? Boss? Ja, was geht? Ich weiß, du stehst auf. Ich höre auch immer, wie du klingst. Was war hier? Druidenkampf, Druidenkampf. Hey, wir haben nur ein Stück. Da ich war nicht bei Anhänden in der Nähe. Komm her, ein Stück. Für mich wie diese eine Serie, diese Robot Wars oder irgendwie sowas. Wo Leute irgendwie so Roboter bauen und gegeneinander kämpfen lassen. Ich krieg den gar nicht rein. Mein Gott, bleibst du hier, du blödes Stück. Komm her, du Stück.
Oh, oh, Kopf los. Also. Also. Hey, wir haben ein Stück. Box sich kaputt. What? Ja. Richtig einfangen oder so? Muss ja noch so eine Siegesrunde irgendwie laufen. Okay. Dann mal zurück. Alles klar. Und dann gucken wir mal. Ich werde dann, glaube ich, hier einen Schnitt machen gleich und so gucken, wie viel ich schon hier aufgenommen habe. Gut gemacht, Funk der Mausrude, halt zurück, bereit für Apertur. Wir euch zu Recht vertrauen, werden alle folgte Druiden nur aufgespürt haben. Also es kommen noch mehr. So, ich will einfach mal sagen, das war's für diese Folge, ne? Außer da kommt noch was, ne? Aber da wissen wir jetzt. Boah. Unter anderem nehme ich an, ne? Mausdruide. Mausdruide. Na gut. Also, fass dich nicht an. Deine nächste Mission. Wollen sagen, dass der gute Abendgleis war ein Einfang von kaputten Druiden. Loben euch im Himmel. Schnell, stark, schön. Naja, vielleicht nicht letztes Wort. Egal. Ich war Reparatur von Pit-Druiden zu hastig. Deshalb er muss gefunden und ordentlich repariert werden. Ihr müsst mir denselben Gefallen tun wie Freunde. Abgemacht, ja? Lumpiger Händler verkauft minimal defekten Pit-Druiden an Pottrennfahrer in Mos Espa. Ich war gerade da. Vermutlich er dort bereits reichlich Pottrenner geschrottet. Bitte schnell finden, dann ich nehme Zeit und repariere ordentlich. Ja. So, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt hier schon aufgenommen habe, ne, aber wenn das ja genug Zeit ist, dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen, ne? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, es würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Na, ja, ich habe nur so 10 Minuten übrig, also komm. Holen wir jetzt noch die ganzen Porks, damit wir die auch abgeschlossen haben, ne? Also die wir finden können, ne? Gucken wir mal erstmal, wo die wieder sind, ne? Kann natürlich wieder ein bisschen dauern, je nachdem, wie lange ich brauche, die zu finden. Also, wir sind irgendwo da oben. So, ich habe noch keinen gehört. Kann natürlich über hier drin sein, ne? Noch kreuzend übrigens, ne? Weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ne? Kann nicht jeder so ein Star Wars Fan sein, so wie ich, ne? Und ja, ich höre nirgendwo ein Pork. Also nicht, wie ich jetzt da hochkomme, ehrlich gesagt. Oh hey, da sind sie. Ja. Kopfgeldjäger, Jetpack-Pilot, Zustelldienste. So, nächster. Guck mal, da sieht man sogar, wo der letzte ist, den man noch nicht auf dem Planeten, den man noch nicht freigeschaltet hat. Ne, cool. Ein bisschen gecheatet, aber was soll's. Keine Ahnung, wenn man irgendwie hier angezeigt bekommt, wo die sind, weiß ich nicht. Aber es ist halt nur irgendwie so Zeit sparen. Ist jetzt nicht irgendwie was mit Skill oder so. Solange es nicht irgendwas ist, was mir irgendwie skillmäßig irgendwie einen Vorteil verschafft, habe ich damit kein Problem. Das ist eigentlich nur Zeit sparen hier, was das Spiel macht. Damit habe ich kein Problem, weil meine Güte. Das Spiel dauert schon sehr lange, ne?
Oder eigentlich nicht für Platin-Trophäe. Wir sind jetzt irgendwie, ich glaube, bei 70, 80 Stunden für der Platin-Trophäe. Finde ich, ist halt noch relativ easy. Ich kenne Spiele, für die brauchst du hunderte von Stunden. Und da finde ich das hier noch recht relativ chillig, ehrlich gesagt. Außerdem hat es ja nichts mit Schwierigkeit zu tun, ist einfach nur zeitaufwendig hier, ne? So. Da oben irgendwo, Kollegen. Und sagen, wieso kann ich nicht. Das ist leicht. Na und nun? Ich kann nicht so hoch nach oben gucken. Ja, da wollte ich nicht. Ich wollte da oben hin. Da. Da. Ah, ich höre ich doch schon. Klang irgendwie so von drinnen irgendwo. Ah, ehrlich, da kann ich nicht hoch. Boah. So blöd, dass der nicht irgendwie Doppelsprung machen kann und automatisch hier. Dann bleibe ich auch noch stecken. Was ist denn hier los? Dance Party? Nein, S-Party. Pfleg, du bist frei. Frei, sage ich dir. Okay, nächster. Keine Ahnung, great. Da fehlt mir noch ein Ding. Aber darum mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ich habe nur Hunger. Ich suche nur nach Vögeln, meine ich. Irgendwie praktisch, dass wir hier irgendwie passen, dass wir hier mit einem rasenden Falken durch die Gegend fliegen. Wenn wir hier suchen, wahrscheinlich ist Chewbacca hier die ganze Zeit am Steuer. Ja, wir sollen eigentlich mit Chewbacca hier die ganzen Dinger suchen. Dieser Gefühl. Ballert. Alles, was über mich erzählt wird, ist wahr. Und jedes Wort ist wahr. Oh, Hallöchen. Okay, jetzt hat mich nervt, dass jedes Mal, wenn er springt, ein Geräusch von sich gibt. Muss mal Mittagessen. Wo ist das? Wo bist du? Okay, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie Chewbacca am Rutschen ist. Aber okay. Irgendwo hier drin. Hey. Willst du mich zu denen? Nein. Ja, Mr. Nutzlos für mich. Hier unten sind die, ne? Ja. Okay, cool. Na, ja, fehlen nur noch vier. Weil einen kann man ja noch nicht kriegen, ne? Endor, schon wieder Endor. Boah, ich werde den Planeten ja nie los. Die Jagd nach Mittagessen geht weiter. Boah. Süße. Saftige Porks. Boah. In einer Rindersoße. Nein. Aber so eine Sahnesoße, ne? Mmh. Backen mit Käse. Das ist einfach nur eine ewige Quest, wo irgendwie. Wo ihr einfach nur ein 20er Nugget Menü für Chewbacca hier vorbereiten, ne? Oh, er hat an meinen Geburtstag gedacht. Wo seid ihr? Lass eure Stimme ertönen. Sind die irgendwo wieder am Kochtopf? Ich wusste es, ihr blöden Viecher. Ihr könnt es wagen, das sind meine. Da ja, finde ich gut, dass ihr schon mal für mich angebraten habt. So, weiter geht's. So, Dicker. Gehen wir nach Dicker. Auch schon nice, ey. Uns fehlen ja nur noch 199 oder 198 Steine, ne? Also nur noch. So, 6 pro Mission, ne? In der Story, das heißt, wir haben 5, wir haben 30, ne? Das heißt, uns fehlen eigentlich nur noch so 150, 160.
Das ist doch nicht schlecht, ne? Da fehlen uns ja noch ein paar Planeten, ne? Also nehmen wir an, so jeder Planet hat so 20, ne? Dann haben wir auch nur so ungefähr 100, ne? Es fehlen, glaube ich, nur 4 oder 5 Planeten, ne? 3 oder 4, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also ja, lange ist das nicht mehr, ne? Ich glaube nicht, dass wir es noch so bis 80 Parts oder so schaffen, so 70, 75 würde ich nur so raten, ne? Mal schauen. Aber die Quests, die sind ja noch ein bisschen anläufig, aber davon sind ja auch noch wenige übrig, ne? Irgendwie so 29 oder so, ne? So, wo? Da. Wenn man den gleichen Ort hier versteckt. Ich glaube, ich hätte ich auch alle selber finden können. Da gehen wir nach Geonosis. Das heißt übrigens auch die ganze Zeit irgendwie eine Quest am Aufploppen für einen Charakter. Aber irgendwie ist da nichts, genau wie bei Mustafa vorhin. Also ich habe alle Quests auf Geonosis, also wahrscheinlich nur ein Glitch wieder, ne? Was in diesem Spiel unmöglich, ne? Man kann es kaum glauben. Stargazin. Ja, dann auch zum Futter. Da müsste der 1, 2, nee, gar noch 2. Ah, mach so viel einfacher hier. Ich habe gehört, wie die gespawnt sind, wie sie zusammengesetzt wurden. So, oben. Oh, ja, hoch. Ich glaube, ich bin noch nie hochgegangen. So. Wo sei da? Hat er da unten im Tunnel? Nee. Boah, lass mich in Ruhe, Stücke. Nimm das, nimm das. Ich weiß euch die Arme aus. Sind wahrscheinlich wieder irgendwo da oben oder so, ne? Pass auf. Ah. Ja, mein Gott, die siehst du kaum. Dann triffst du die auch noch kaum. So. Okay. Ja, hört sich an, als würde mich ein paar Enten irgendwie auslachen. So, ich habe übrigens irgendwie letztens während meiner Maus-Druiden und Wookie-Jagd auf Nabu noch eine Quest gefunden. Die kann man ja auch mal schon mal annehmen, ne, damit ich die halt nicht vergesse. Aber wenn er. Obwohl, da steht immer, mir fehlt ein Stein, ne? Also ich hole mir die Quest mal. Ich bin letztens ja durch die Gegend gerannt. Ich hab ja keinen gefunden. Bin letztens ja auf dem See rumgelaufen. Hier war keiner. Schon Otto Gunga, aber da bin ich auch rumgelaufen. Boah, ehrlich. Ich bin auch wortwörtlich vor der Aufnahme heute rumgerannt und hab die gesucht. Aber nirgendwo einer, nirgendwo, nirgendwo, sage ich euch, das ist eine Gelogen, was ihr machen. Okay. Also ich bin aber nur so am Rand hier rumgelaufen, also in der Mitte bin ich gar nicht so rumgelaufen. Ja, ich hab's gesehen. Ja, dann haben wir alle Porks, die wir mittlerweile finden können, ne? Cool. Aber alles hier sind aber auch noch Sachen, ne? Bobby, das ist auch wieder so was, ne? Wo du durch die ganze Galaxis rennen musst und irgendwas suchen musst. Lass mich mal nach Feed gehen, damit ich die Quest schon mal annehmen kann. Wow. Ich glaube, dadurch tun wir irgendwie diese Bulba freischalten. Habe ich gesehen. Oh, Thai Whisper. Willkommen im wunderschönen Feed.
Fasst am besten nichts an. Alles ja, ich mag es auch zu flüstern, aber meistens weiß ich nicht, was genau ich sagen soll. Deswegen sage ich immer flüstern. Wow. Aber ist jetzt gut, Mann. Wo ist das hier morgens? Wir haben 12 Uhr abends, mein Gott. Am Freitag, Wochenende. So, wenn ich jetzt wüsste, wo das nochmal war. Na, da. Zu Hause der Akademikerin. Ist das nicht die, für die ich in meiner Quest gemacht habe? Ja, ne? Cool. Oh mein Gott, ist okay. Regt euch mal ab, Kollege. Mit Kollege meine ich mich. So sieht das normalerweise aus, wenn ich morgens immer aufstehe. Dann mache ich direkt auf. Noch einer. Die Tür gerade ran. So, hier ist eine Quest. Ah, mein treuer Forschungsassistent kehrt zurück. Und das nicht einen Moment zu früh. Ich könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Diesmal in Bezug auf mein Studium im Bereich der Pädagogik. Cool. Während meine Kollegen nur aus denselben alten Lehrbüchern nachplappern, möchte ich Konventionen vorantreiben, indem ich etwas schwer Fassbares studiere. Ich habe doch euer Interesse geweckt. Ja. Ich benötige 3 bestimmte Bücher. Eines aus den Jedi-Archiven von Coruscant. Boah. Ein weiteres wurde, glaube ich, zum allerersten Jedi-Tempel auf einem entfernten Planeten gebracht. Und das letzte, nun, das also letzte Akto. Buch ist im Besitz eines Professors in Theed. Er ist ein furchtbarer Rüpel, der es nicht rausrücken wollte. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Oh, das weiter können wir auch noch machen. Also den auf dem Theed hier. Würde ich sagen, ne? Was schon mal hier sind. Ich bin hier. Das sieht aus wie so Bulba, ne? Das hat so Bulba, ja. Da, wo ist der Kollege? Den schnappe ich mir noch, den Knaben. Wow. Wie meine den Ruinen an, der sieht cool aus. Den möchte ich haben. Okay. Wo bist du? Wo bist du hier drin? Bist du hier drin? Nee, ne. So, hey. Okay. Danke. Ciao. Hat gerade ein Wookie, der in mein Haus eingebrochen ist und mir mein Buch geklaut hat. Okay, aber die anderen Teile von dieser Quest mache ich beim nächsten Mal, ne? Ich treffe mich dann wahrscheinlich bei dem Jedi-Tempel oder so, ne? Um ein bisschen Zeit zu sparen. Und ja, gut, wie sieht's aus? Prozentmäßig 93, 83, ja. Yeah. 1003, cool. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir machen nächstes Mal weiter. Jetzt müsste ich eigentlich genug Footage haben, ne? Und ja, beim nächsten Mal gucken wir mal. Wie es hier weitergeht, wir finden noch 2 Charaktere hier. Und dann komme ich noch eine Quest irgendwann. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das war's für mich für diese Folge. Ne? In der nächsten Folge geht es dann weiter mit einigen Quests. Ne? Fehlen ja auch nicht mehr so viele. Ne? Nebenaufträge 35. Ja. Aber wenn wir nur noch die machen, ne? Dann wird das ja wohl relativ schnell gehen. Ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Dieses Mal wirklich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.